Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So, Leute, heute werden wir den 14. Koloss machen. Und dann, glaube ich, sind es bloß noch zwei. Also insgesamt, glaube ich, gibt es 16 Kolosse und dann haben wir das Game eh schon durch. Ging relativ fix, muss ich sagen. Obwohl ich ja trotzdem eigentlich ein bisschen länger gebraucht habe, weil ich eine kleine Pause wieder mal eingelegt hatte, weil mir das jetzt einfach alles ein bisschen zu warm war und, naja. Wisst ihr, wie es ist. Und es soll ja auch Spaß machen beim Zocken und nicht, dass man hier das mit Würgen einfach nur durchzockt. Da habe ich auch keinen Bock drauf. So. Wir haben uns einmal aufgefüllt. Unser Pferdchen ist da. Und wir machen mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. So, dann schauen wir doch mal, wo wir hin müssen. Okay. In diese Richtung. Okay, dann schauen wir doch mal. In der letzten Folge haben wir übrigens den großen Drachen dort besiegt. Oder den, der aus dem Sand kam. Okay, hier dahinter. Also müssen wir wieder hier über die Brücke rüber. Und ich bin ja gespannt. Wir haben ja, glaube ich, in der vorletzten Folge, was vorletzte Folge, haben wir ja gesehen, dass dort so komische Menschen hier in das Land gekommen sind. Glaube ich zumindest, dass es hier dieses Land war. Also so ausgeschaut hätte es. Und ich bin gespannt, was uns denn dort noch erwartet. Vielleicht laufen wir den am Schluss noch über den Weg. Aber das werden wir alles rausfinden. Ich weiß es nämlich nicht mehr so genau. Das sind doch schon PS2-Zeiten. Boah, das ist schon lange her. Okay. Mal wieder nirgends rüber, oder? Doch, hier. Gib Gas, komm! Wir wollen den nächsten Koloss sehen. Okay, die Richtung stimmt schon mal. Okay, hier kommen wir wieder nicht runter. Wir hier nicht schon. Hier, also hier haben wir auf jeden Fall schon einen Koloss gemacht. Dann müssen wir mal schnell gucken, weil ich glaube, da hinten habe ich was gesehen. Gab es dann Fahrt oder so? Und zwar hier hinten lang. Kann man da lang? Wir probieren es einfach mal. Wir werden sehen, ob wir hier richtig sind. Ich weiß gar nicht, sind wir hier schon mal lang gegangen? Oder lang geritten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Nein, mach doch mal schneller hier, Mensch. Schauen wir mal auf die Karte, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt dort, okay. Müssen wir mal schauen. Ja.
schon in die Richtung. Also müssen wir eigentlich richtig sein. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass wir hier falsch sind. Man kennt auch gar nichts. Aber hier oben ist doch nichts, oder? Dann gehen wir runter. Wurde sie oben noch ein Pfad oder so? Nee. Zeig mir genau dorthin. Warte, wo sind wir denn jetzt hier? Das Einzige könnte noch sein, dass wir dort hinten durchkommen. Okay. Aber ich glaube, dort hinten war doch auch noch eine Höhle, oder? Kann das sein? Ich glaube, dort hinten links, glaube ich. Ich glaube, hier waren wir schon mal, da war aber dann nichts. Hier waren wir dann komplett falsch einmal. Könnten wir jetzt vielleicht richtig sein? Das war doch mit dem Wasser, wo in der Mitte keine Insel war, glaube ich. Ja, genau. Okay, dann schauen wir mal hier weiter. Dort richtig. Also rein von der Richtung her müsste es eigentlich stimmen. Genau. Und hier waren wir schon mal. Hier war eben damals nichts. Genau, jetzt sind wir richtig. Okay. Und schauen wir doch mal. Okay.
dort oben rein. Ah, da oben steht er ja schon. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob der hier reinkommt. Kann der mir drin was tun? Okay, anscheinend nicht. Okay, hier kann man nichts machen. Das heißt, wir müssen irgendwie... Ich glaube, wir müssen irgendwie auf den raufspringen oder so. Boah. Ist klar. Schauen. Wo ist er denn jetzt? Irgendwie muss es hier einen Weg geben, damit wir auf den drauf kommen oder so. Er steigt den Turm und erregt des Kolosses Zorn. Na, was für ein Turm? Klar, aber wie komme ich hier rauf? Wie soll der irgendwie raufkommen? Alter Schwede. Und wie komme ich da rauf auf den blöden Turm? Bäh. War das denn nochmal? Okay, das sind die Türme. Alles klar. Wieso komme ich da rauf auf den Turm? Gibt es da irgendwie einen Kletterpunkt oder so? Da gibt es auch keinen Kletterpunkt oder so. Super. Oder geht es nur am Anfang, dass ich da am Anfang
von dort aus die Türme irgendwie besteigen kann. Die werden schon Plattformen, aber... Komme ich auch nicht hoch. Besteig den Turm. Also heißt es ein Turm. Ah, ich muss den praktisch. Okay. Ich hoffe mal, dass ich nicht runterfalle. Was passiert, wenn ich es nicht schaffe?
Was passiert jetzt? Ich komme doch mal nicht rein, aber was muss ich jetzt hier machen? Wäre schon wieder da, das wäre schon klar, aber... Dann sind sie einmal im Kreis gelaufen. Ja, was bringt mir das jetzt? Alter. Ich gehe mal hier hinten nochmal lang, aber... Vielleicht haben wir jetzt bloß eine Tür. Vielleicht können wir jetzt von hier oben ran an den. Hier oben wäre eine Plattform eigentlich. Ich habe keinen Plan, Leute. Mistsau. Jetzt schüttelt er den so. Nein. Was ist jetzt los?
Was ist jetzt los? Uah! Mei. Ja, jedes Mal das Problem jetzt ist zur Zeit, dass ich irgendwie ab und zu die... Dreh ich ab und zu die Verbindung zum Controller. Keine Ahnung, was da los ist. Das ist wunderbar, was wir haben, Kameraden. Der kann schon was aus, der Schlingel, der. Okay. Schild des Kolosses. So, da wären es nur noch zwei, würde ich sagen. Okay, damit würde ich sagen, machen wir Schluss an der Stelle und schauen natürlich in der nächsten Folge uns den 15. Koloss an. Und wir nähern uns dann so langsam dem Ende, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei bei der nächsten Folge, würde mich sehr, sehr freuen. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.